Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner FIFA 14 Karriere. Ja, es geht heute deutscher Pokal, DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli. Das Ganze geht auf Spielen Heimspiel für mich, für den FC Bayern. Natürlich wie gewohnt in meinem FC Bayern München Trikot. Ja, rot gegen braun, das passt. Der Champions League-Sieger in Real gegen den Weltpokal-Sieger-Besieger, wie die St. Paulianer oder wie sie sich auch nennen, ja selbst nennen, Weltpokal-Sieger-Besieger. So, die Aufstellung, ich werde einmal ins Teammanagement gehen und gucken, was ich hier jetzt ändern kann. Ich nehme diesmal ein bisschen anders auf, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass in den letzten Let's Plays, vor allem immer wenn ich mit Facecam gearbeitet habe, so wie ich das jetzt wieder mache, das Gesprochene zu dem, was gesehen ist, asynchron wurde. Also der Ton passte am Ende nicht mehr ganz zu dem, was tatsächlich passiert ist. Ging um den Kommentar. Diesmal probiere ich das Ganze ein bisschen anders aufzunehmen. Mal gucken, wie am Ende das Ergebnis ist. So, ich könnte Mats Hummels, genau, Mats Hummels, den habe ich ja bereits zu mir transferiert. Und ja, ich werde mit meiner A11 spielen. Draxler werde ich sicherlich wieder einwechseln im Laufe des Spiels. Also meine A-Mannschaft wird anfangen. Es ist keiner verletzt oder irgendwas erschöpft, dass ich irgendwie wechseln müsste. Deswegen geht es jetzt auch direkt los. Oh, Tor! Sensationell. Ja, das Skillspiel werde ich hier mal überspringen. Zu den Skillspielen später mehr. Ja, ich wollte mich ja selbst ein bisschen skillen. Aber jetzt geht's erstmal. Sand Pauli zu Gast in München beim FC Bayern. Deutscher Pokal, Viertelfinale. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Der Gewinner zieht ins Halbfinale ein. Halbfinale ein. Ja, meine Aussprache lässt heute aber auch wieder zu wünschen übrig. So, schöne Sequenzen jetzt nochmal vor dem Spiel. Bisschen warm machen. Showlauf hier von Pauli. Da Holger Badstuber vom FC Bayern. Thomas Müller, sie warten auf den Anpfiff. Und wir werden uns hier nochmal die Startelf der Bayern. Ich dachte, es geht direkt los, aber hier ist sie noch einmal. Neuer im Tor, ganz klar. Hummels und Badstuber in der Abwehr. Schweinsteiger groß auf der Doppel-6. Müller auf der falschen 9 oder auf der 10, wie auch immer man das gerne nennen möchte. So, wer ist denn hier bekannt von St. Pauli? Also der ein oder andere Zuschauer von mir wird sicherlich wieder sagen, ja, den und den, den kennt man doch. Ich glaube, den Boll, der spielt, glaube ich, schon länger bei St. Pauli. Aber ich bin absolut kein St. Pauli-Fan oder Fanatiker, so dass ich weiß, wer da im Moment aktuell spielt. Oder wer von den Guten ist. So, mit dem FC Bayern bin ich natürlich ganz klarer, haushoher Favorit. Ach, gleich Freistoß jetzt für mich hier für die Bayern. Och, der Schiri steht hier im Weg. Aber der Schiri gilt ja als Luft, solange er, also wenn er vom Ball getroffen wird. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ihm einen in die Schnauze haut. Ich glaube, dann, glaube ich, gilt er nicht mehr als Luft. So, Philipp Lahm. Und Arjen Robben. Schönes Pässchen auf Thomas Müller. Und der wieder auf... Ah, oh, schön. Ah, geht weiter. Da wäre er ja um ein Haar durchgekommen. Mario Götze. Aber direkt auf den Torwart. Schauner. So. Wieder Philipp Lahm. Der spielt ja bei mir rechte Mittel... rechte Abwehrposition. Noch nicht auf der 6, so wie Guardiola das... Ach, Robben verliert den Ball. Oh, der Pass war nicht gut, aber Mats Hummels jetzt im roten Dress mit der Nummer 2 bei mir beim FC Bayern. Ja, ich muss den einfach haben. Als FC Bayern müssen die besten deutschen Nationalspieler auch beim FC Bayern spielen. Das hat Uli Hoeneß auch mal gesagt. Alaba kommt hier fast zum Abschluss. Und ich teile die Meinung von Uli Hoeneß. Ich finde auch, dass die besten Nationalspieler beim FC Bayern spielen sollten. Nicht alle, aber zumindest ein paar. Denn der FC Bayern repräsentiert
in der Champions League, ja, Deutschland, die Bundesliga. Und deswegen gehören auch deutsche Nationalspieler in den Kader der Münchner. So, Ribery mal über rechts. Geht in den 16. Au! Kommt da zum Nachschuss? Nein, kommt kein Nachschuss. Ja, die Bayern greifen an, natürlich. Als Favorit muss man hier das Spiel machen. Man muss auch möglichst natürlich in Führung gehen. Und Ribery kommt vorbei. Immer noch Ribery. Ah, zu viel. Den hätte er vielleicht mal abziehen sollen. Eieiei. Chancen über Chancen hier gleich am Anfang. So, Einwurf jetzt für die Bayern. Doch nicht. Oder? Doch. Oh, St. Pauli, man hört die Hamburger Sprechgören. Und Arjen Robben über rechts mit dem Flankenversuch. Ah, was macht denn der? Keine Ahnung, wer das war, aber es geht weiter mit Toni Kroos. Oh. Nöte gegen Badstuber. Wer kommt zuerst an den Ball der Nöte von St. Pauli? Und Eckball für St. Pauli. Ja, wer hätte das gedacht, dass St. Pauli hier so schnell an einen Eckball kommen wird? Oh. Oh, vertandelt. Jetzt, so, Müller jetzt. Auf Arjen Robben. Zurück auf Thomas Müller. Jetzt haben sie mal ein bisschen Platz zu kombinieren, aber dann so ein Scheiß. Ah. Und dann abseits. Mann, was ist denn hier los in den letzten paar Minuten? Es fing doch recht vielversprechend an. Ah. Ja, man muss auch gegen kleinere Mannschaften mit Geduld spielen. Mein letztes Spiel, mein letztes Let's Play gegen den HSV, die haben ja völlig daneben gegriffen, zumindest in der ersten Halbzeit. Das gelingt mir hier bei, oder gegen St. Pauli nicht. St. Pauli spielt recht gut mit. Oh, Arjen Robben, kann er allein aufs Tor zu? Nein, kann er nicht, da wird er nochmal gestoppt. So, was pfeift er jetzt? Oh, der Schiedsrichter ist hier ganz aufgebracht. Geht gegen Robben, warum? Ah, na gut, kann man nachvollziehen. Zumindest aus dieser Perspektive. Macht sich Arjen Robben als Treter. Oh, 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 oh. So, Schweinsteiger macht sich hier als... Oh. So, jetzt mal auf Mario Götze. Ein Superpass. Aber... Auch das ist kein Problem hier für den Hamburger Torwart von St. Pauli. Ah, ein Schweinsteiger kämpft und grätscht. So, steht immer noch 0:0 und es sind hier fast, ja, es sind hier weit über eine halbe Stunde gespielt. So, Arjen Robben, raus auf Philipp Lahm, der mal über die Mittellinie. Jetzt vielleicht mal versuchen sie durch die Mitte. Ribery, bisher unauffällig. Ribery. So, 40 Minuten gespielt. Toni Kroos, Arjen Robben. Versucht es hier klein, klein. Also richtig fette Torschancen gab es jetzt nicht. Es gab mehrere kleine. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, eigentlich müsste ich hier 1-0 führen. Na klar, erste gegen, was ist das, zweite oder dritte Liga? Peinlich, dass ich das gerade nicht weiß, ob St. Pauli zweite oder dritte Liga spielt. Naja. So, jetzt wieder nochmal ein richtig schöner Angriff über Arjen Robben. Macht er den alleine? Er versucht's. Aber, ja, es war ja auch kein Anspieler da. Götze lief nicht so, wie ich es mir erträumt hätte. Nochmal Schweinsteiger. Und, ah, der Robben kommt da nicht durch.
So, Halbzeit wäre okay jetzt. Gibt nochmal Freistoß für die Bayern. Jetzt vielleicht schnell ausführen. Dann gibt es vielleicht noch eine Torschance. Ah, das Ding kommt nicht an. Halbzeit. Ha, Halbzeit, jawohl. Es steht 0:0 zwischen FC Bayern und St. Pauli. Aber gut ist natürlich auch, dass ich nicht in Rückstand geraten bin. Ich glaube, im Achtelfinale war es ja so, dass ich erst in Rückstand geraten musste, damit ich das Spiel richtig ernst genommen habe. So, noch ein paar Höhepunkte, die brauchen wir jetzt nicht sehen. Deutscher Pokal. Mittwoch, 5. April 2014. Ja, soweit sind wir dort schon vorangeschritten. So, Spiel fortsetzen. Ja, ich werde noch nicht wechseln. Das Spiel, wie es läuft, ist eigentlich okay. Eine richtige Chance für St. Pauli gab es nicht. Wahrscheinlich braucht es hier auch nur die eine gute Chance. Foul an Ribéry. Ich wollte gerade sagen, da muss er doch pfeifen. Oh. Ah, schade. Das Ding hatte ich mir viel, viel schöner vorgestellt. Thomas Müller. 11 Saisontore. Und langes Ding auf Ribéry, aber der ist zu lang. Das Ding von Thomas Müller. Ja, die Bayern versuchen es jetzt auch mal mit hohen Bällen. So, jetzt mal Alaba. In der ersten Halbzeit war von ihm ja nicht viel zu sehen. Das ist Götze und das ist ein Pass auf Arjen Robben. Nein, 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 der muss doch da einen Knüppel auspacken und raufziehen aufs Tor. Nicht so rumtricksern. Hei. So, jetzt würde ich aber sagen, gab es eine Großchance für den FC Bayern. Ball hier wieder erobern. Jetzt mal so. Da. Badstuber. Und über Ribéry. So, St. Pauli steht hier mit 4 Mann hinten drin. Alaba auf Ribéry. Ah, schade. Na, also. Oh. Da. Und Alaba. Nein. Hm. St. Pauli. Ribéry. Erobert den Ball. Thomas Müller sieht... Ah, er hat den Alaba gesehen, aber er konnte ihn nicht in die Lücke spielen. So, Arjen Robben. Thomas Müller raus auf Ribéry. Der hat jetzt mal Platz. Und Ribéry. Oh, richtig schöne Chance. Aber auch richtig gut pariert hier die Wiederholung von Ribéry. Dann zieht er in die Mitte. Zieht ab. Das Ding hätte wahrscheinlich gepasst. Genau in den Winkel. So, der erste Wechsel. Ratzkowski für Schindler. Eckball Ribéry. Wow. Ein versuchter Rückzieher von weiß ich nicht mehr wen. So, den Konter gleich verhindern. So, und auch ich werde mir jetzt mal meine Gedanken über einen Wechsel machen. So, Mario Götze vorne, der läuft schon heiß. Der muss sich dann mal reagieren. Wen habe ich denn als Stürmer da überhaupt bei? Mandzukic hat ja am Wochenende in Real schon wieder, also in Real Life schon wieder richtig gut gespielt. Thomas Müller raus, dafür Draxler rein. Und ja, eine Option lasse ich mir im Falle einer Verlängerung nochmal übrig. Ist ja nicht ausgeschlossen, selbst wenn es hier nur gegen St. Pauli geht. Oh, der Götze macht da jetzt kurz vor seiner Auswechslung noch ein Tor. Ah, da kommt keiner an. Was war das? Was ist jetzt Freistoß für St. Pauli? Ach, der Ribéry macht da ein Foulspielchen. Spielchen. So, jetzt wird gewechselt. Götze und Müller raus. Thomas Müller gibt nochmal Anweisungen an seine Kollegen Draxler und Mandzukic rein. Ja, Mandzukic immer noch einer der Spieler, ob ich mich nicht frage, sollte ich ihn vielleicht doch verkaufen und mir dafür einen jungen Götze-Ersatz dazu holen.
Aber jetzt in diesem Spiel sieht man wieder, ich brauche einen Mandzukic. Ich brauche einen echten Stürmer als Ersatz. So, Draxler. Julian Draxler. Jetzt müsste Robben mal mitspielen. Der Versuch auf Robben. Robben mit rechts, aber das... Ah, im Nachhinein ist ja klar, Robben mit rechts. So, 70 Minuten schon gespielt. Immer noch ohne Tor in diesem Spiel. So, hier ist Ribéry. Sucht auch hier wieder die Anspielstation. Findet sie nicht, vertändelt. So, und St. Pauli, glaube ich, ohne Torschuss im gesamten Spiel bisher. Trotzdem habe ich die ganze Zeit über das Gefühl, als wenn St. Pauli hier jederzeit für ein Tor gut ist. So, Robben. Robben. Draxler, Schweinsteiger, Ribéry. Ah, Ribéry verspielt das Ding. So, jetzt muss man gucken, dass man hier keine Konterchance zulässt. Je länger das Spiel geht und es 0-0 steht, desto gefährlicher wird es natürlich auch, wenn St. Pauli tatsächlich ein Tor machen sollte. Ich will hier natürlich nicht im Viertelfinale ausscheiden und schon gar nicht gegen eine Mannschaft, die nicht in der ersten Liga spielt. Super Pass auf Mandzukic. So, was macht er? Ah, da sind einfach zu viele mitgelaufen. Hätte er vielleicht allein machen müssen. Und die Pauli-Fans kommen nochmal. Es waren nochmal zu hören. So, Alaba. Alaba kommt nicht an den Ball. So, Ribéry mit hinten. Erobert den Ball. Noch 8 Minuten. Reale Spielzeit hier. So, langes Ding von Draxler, aber... Boah, ich grätsch hier aber auch vorbei. Oh, oh, oh. Jetzt gibt es nochmal Freistoß für St. Pauli. Buchtmann wird wahrscheinlich das Feld verlassen. Ja. Buchtmann raus und Daube rein. Boah! Himmel, Arsch und Zwirn. Wenn das als Torschuss gilt, war es der erste in diesem Spiel. So. Ah. Der Versuch von Ribéry auf Groß. Gibt aber Einwurf noch ganze 3 Spielminuten, bevor es hier tatsächlich in die Verlängerung geht. Jetzt muss doch mal einer stören. Ah, da ist er. Mats Hummels. Einwurf für die Bayern. Kommen sie noch zu einer Torschance? So, Alaba. Auf Mandzukic. Und Arjen Robben im Abseits. Ah, wenn der Mandzukic da früher spielt. Ah, es will heute einfach nicht funktionieren. So, keine Nachspielzeit. So, jetzt vielleicht nochmal Robben. Nein. Gib Freistoß für die Bayern. Schnell ausfüllen jetzt. Ausfüllen. So, auch Schweini. Wollen wir das tatsächlich mal direkt versuchen? Na. Und das war's. Nach 90 Minuten steht's 0-0. Das heißt, es geht hier in die Verlängerung. 0-0. Es gab ein paar schöne Torschancen. Auch hier von... Och. Und hier Ribéry nochmal mit der... Aber die haben einen guten Torwart da hinten drin. Naja, war aber im Endeffekt nichts Zwingendes dabei.
So, und so, ich werde erstmal Spiel fortsetzen. Ich hätte zwar noch eine Option zum Wechseln frei, aber das werde ich mir erstmal vorenthalten. So, und Toni Kroos. Oh, in die Hacken. So, jetzt vielleicht mal mit Philipp Lahm ein schöner Spielaufbau. Langes Ding auf Robben, kriegt er den. Aber dann gibt's Einwurf. Komm, Arjen, weiter. So, und der typische Robben, er zieht in die Mitte. Und dann ein Pass auf Draxler. Schade. War zu gut gedeckt. Batshuayi und Mats Hummels ohne Gegentor. Das ist das, was hier positiv ist. Ah, aus. Einwurf für St. Pauli. Ja, ist ein heißes Duell hier. Auch wenn Pauli eigentlich überhaupt nicht mitspielt, komme ich einfach nicht zu meinen Torchancen. Draxler, nein, da kommt noch einer von Pauli zwischen. Raus auf Robben. Oh. So, komm, komm, komm. So. Arjen Robben hat viel Ballkontakte in dieser Verlängerung. So, jetzt macht Philipp Lahm nicht so mit, wie ich es gerne hätte. Philipp Lahm mit dem Pass. Nein! Mann! Abseits. Er hat wieder zu früh oder zu spät gespielt. Hätte ich einen Tick gewartet, wäre es kein Abseits mehr gewesen. Dann hätte ich früher gespielt. So, Robben wieder am Ball. Eine Minute Nachspielzeit. Wohin jetzt? Einfach mal Versuch in die Spitze. Oh. Nein! Ach, Schweini versucht es da selbst. Halbzeit. Halbzeit der Verlängerung. Und ich sollte jetzt auf jeden Fall meinen dritten Wechsel vornehmen. So, mal gucken. Es werden jetzt sicherlich mehrere Rote da sein. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier am meisten Stimmung nach vorne machen kann. Martinez ist ja auch immer für ein Tor gut. Könnte für Schweinsteiger. Ja, das werde ich tun. Schweinsteiger raus, Martinez rein. Vielleicht macht Martinez ja das 1 zu 0. So. Der Wechsel, Schweini raus. Der ist völlig am Ende, völlig kaputt heute. Und Javi Martinez in die Partie. So, wollen wir mal gucken hier jetzt. Julian Draxler. Und da ist er, der neue Mann, Martinez. Der ist noch frisch, der hat noch die Energie und. Oh, aber Ribéry, er kennt die Situation nicht. Da ist Draxler. Julian Draxler. Und hier wieder. Oh, Martinez wird hart angenommen. So, und das sind hier die Situationen, die ich gar nicht gebrauchen kann. Da ist Draxler. Ribéry sucht und wartet auf Robben. Ah, kriegt er nicht. Also bis hierhin spielt St. Pauli immer ganz gut mit, aber dann fehlt ihnen irgendwie was. So, gleich ist schon wieder Halbzeit hier. Quatsch, gleich ist Schluss. Irgendwie möchte ich doch schon mal gerne noch zu meiner zweiten, zu meiner Torschance kommen, die hier vielleicht alles entscheiden könnte. Andersrum darf ich die Torschance von St. Pauli auch nicht zulassen. Denn wenn hier ein Tor fällt, war es das erste, einzige und letzte.
So, Alaba. Auf Mandzukic, was für ein genialer Pass. Mandzukic mit links und im Nach. Ja! Mario Mandzukic. Ah! 119. Spielminute. 1:0 jetzt doch noch für die Bayern. Da setzt er sich durch im letzten Moment in. Ach, ich kann's nicht. Boah. Ja. In wirklich allerletzter Sekunde hier. Die Führung für die Bayern. Ich bin sehr erleichtert hier. So, jetzt vielleicht nochmal. Ja, und das war's. Es ist ein Sieg geworden mit einem Gegner, den ich dann am Ende doch unterschätzt habe, ja. Ich habe schon gedacht, dass das Ganze viel, viel leichter werden wird. Aber, wie wir jetzt gesehen haben, dem war nicht so. So, ein richtig guter Torwart bei St. Pauli. Mal gucken. Gucken wir uns mal die Highlights an. Hier, Ribéry. Ja, war schon wieder Ribéry in der 62. Dann die 105. Naja, gut, von Schweini. Das war nun wirklich nicht. Ja, aber gehört zu den Highlights des Spiels. 119. Da ist schon Mandzukic. Erst mit links versucht er und dann mit rechts im Nachschuss. Hier nochmal Mandzukic. Die alles entscheidende Szene. Ja. So viel dazu. Bester Spieler Basti Schweinsteiger. Spielhöhepunkt haben wir gesehen. Schüsse aufs Tor von St. Pauli 0. Schüsse allgemein 3. Ballbesitz 55% für den FC Bayern. Und ja. Schussgenauigkeit mit Prozent 0 bei St. Pauli. Okay, das sagt schon alles über die Offensivstärke dieser Mannschaft aus. Dennoch, ich hatte nicht so viele Chancen wie sonst. Und naja, ich hoffe trotz allem, es hat euch ein wenig gefallen, dieses kleine Let's Play im Viertelfinale des deutschen Pokals. Und ja, schaut wieder rein, wenn ich wieder ein Video hochlade. Das war's von mir. Alf Puschen, bis zum nächsten Mal. Ciao!